Corona gibt's nicht. Sie entscheiden, was heute Thema des Abends ist. Ich freue mich jedenfalls darauf. Seit der sächsische Ministerpräsident im Amt ist, ist er im Kümmerermodus und sucht den Kontakt zu seinen Bürgern. Unterwegs in kleinen Kommunen will er hören, was die Leute bewegt. Sie sollen wissen, ich bin, was den ländlichen Raum angeht, ein Überzeugungstäter. Doch sind die Sachsen überhaupt offen dafür? Ich habe einige Leute getroffen, die gar nichts von Kretschmers Gesprächsangebot halten. Meine, er kann sich überhaupt, die Politiker generell, die sollten sich einfach mal unters Volk mitmischen und nicht bloß diese inszenierten Sachen. Was kommt bei diesen Begegnungen raus? Wir haben uns umgehört. Ich habe den Herrn Kretschmer jetzt das erste Mal live erlebt. Hat mir gefallen, was er gesagt hat. Solche Reaktionen haben wir oft gehört. Aber bleibt der Eindruck positiv? Wenn aber zu solchen Veranstaltungen nicht rauskommt, braucht man das eigentlich gar nicht machen. Die Leute kommen sich dann verarscht vor. Ein Montagabend im November in Zwickau. Im Rathaus ist viel Betrieb, denn heute lädt der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer zum Bürgergespräch ein. Das finde ich gut. Das ist wie ein Vater, der mit seinen Kindern redet. Mensch, wie geht's denn dir? Welche Fragen haben Sie denn mitgebracht? Wir haben ganz große Probleme in der Bildung in Sachsen. Das soll der Kretschmer mir beantworten. Unter den Leuten sind Stadträte, Unternehmer und einfache Bürger. 220 Gäste können heute mit dem Ministerpräsidenten ins Gespräch kommen. Oberbürgermeisterin Konstanze Arndt erzählt mir, was den Zwickauern besonders wichtig ist. Welche Themen liegen auf der Agenda? Ach ne ja, also ich persönlich kann mir vorstellen, dass gerade das Thema Ballsporthalle für die Zwickauer etwas ist, was auch vorne im Saal angesprochen werden wird. Ich würde das gerne auch nochmal von meiner Seite bei den Ministerpräsidenten präsentieren. Während sich im Rathaus die Plätze füllen, beginnt zwei Straßen weiter die wöchentliche Montagsdemo. Veranstalter ist ein Bündnis, das angeführt wird von einem Mitglied der Freien Sachsen. Zum heutigen Treffen haben sie auch den Ministerpräsidenten Michael Kretschmer eingeladen, wie das Bündnis auf Telegram postet. Ich bin gespannt, was die Leute sagen, die heute jetzt hier auf der Straße stehen, warum sie heute sich nicht angemeldet haben, um direkt mal mit dem Ministerpräsidenten zu sprechen. Ist aber nur mit Anmeldung, mit geladenen Gästen. Meine, er kann sich überhaupt, die Politiker generell, die sollten sich einfach mal unters Volk mitmischen. Und nicht bloß diese inszenierten Sachen. Der Saal ist ja begrenzt. Und deswegen haben wir gesagt, es sind Leute in unserem Sinne dort mit unterwegs. Aber Sie haben trotzdem noch die Hoffnung, dass der Herr Kretschmer dann was macht, wenn Sie jetzt jemanden hingeschickt haben mit Ihrem Anliegen? Sehr gering. Ja. Weil in der Vergangenheit haben alle Regierungen, ob Land oder Bund, ihr Ding gemacht und nach dem Bürger überhaupt nicht gefragt. Ich mache die Demo nicht ganz mit, weil ich 19 Uhr einen Termin im Rathaus habe als Stadtrat, mit dem Herrn Kretschmer einen Smalltalk zu machen. Ja? Ihnen ein paar Fragen zu stellen, was die Bürger hier auf der Straße halt bewegt. Sven Georgi ist seit 2019 parteiloser Stadtrat in Zwickau und gehört zu den Gründungsmitgliedern der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Freien Sachsen. Momentan ist er auf Bewährung, weil er bei einer nicht angemeldeten Demo während einer Personenkontrolle eine Polizistin schlug. Georgi sehen wir später wieder. Dass der Ministerpräsident im Rathaus ist und nicht hier auf dem Platz, bleibt auch von der Demoleitung nicht unkommentiert. Wir haben schriftlich mitgeteilt bekommen, dass er leider bei uns nicht herkommen kann. Und wir sollten auch bitte Verständnis dafür haben. Da wir aber alle friedliebende und demokratische Menschen sind, würde ich euch heute bitten, dass wir Folgendes tun. Keiner geht Richtung Rathaus, wir zeigen einfach die kalte Schulter. Und wer halt mit seinem Volk nicht reden will, mit dem redet halt auch sein Volk nicht mehr. So einfach ist das. Dabei versucht Michael Kretschmer seit Beginn seiner Amtszeit auf Demonstrierende zuzugehen. So zum Beispiel im September 2022 bei einer Demo in Grimma. Thema die Energiepolitik der Bundesregierung. Lassen Sie uns mit allergrößter Ruhe über dieses Thema sprechen. Eine ähnliche Stimmung schlägt ihm zuvor im Januar 2022 bei einem Besuch in Frankenberg entgegen.
Selbst bei der 800-Jahr-Feier in Grunewalde im April wird Kretschmer von Corona-Leugnern abgefangen. Kommen Sie mal ans Volk ran! Ja, was möchten Sie denn gerne wissen von mir? Corona gibt's nicht! Was meinen Sie denn konkret? Sie kommen, wir haben eine Trillerpfeife um, brüllen mich hier an und ich stelle Ihnen die Frage, was Sie wissen wollen. Sie sagen mir, Corona ist keine Pandemie. Das ist doch jetzt kein Satz. Kretschmers Auftritte werden zuletzt immer öfter von den Freien Sachsen gestört. Wie wir erfahren, werden darum nur noch kurzfristig ausgewählte Termine des Ministerpräsidenten veröffentlicht. Zurück im Rathaus beim Bürgergespräch. Das beginnt pünktlich 19 Uhr. 2 Stunden lang will Michael Kretschmer zuhören und die Fragen der Zwickauer beantworten. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke für die Gastfreundschaft und dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Einer der ersten Sprecher ist der Stadtrat und Freie Sachsen-Mitgründer Sven Georgi, den wir vorher auf der Demo getroffen haben. Ich soll Ihnen, Herr Kretschmer, viele liebe Grüße ausrichten von den Montag-Spaziergängern, die Sie ja eingeladen haben, dort Rede und Antwort zu stellen. Da gibt es genug Leute, die da Fragen an Sie gehabt hätten. Ich habe das sehr wohl vernommen, dass ich da eingeladen bin. Aber wissen Sie, wenn man ganz bewusst rechtsextreme Tendenzen hat, wenn man andere niedermacht, da ist kein Gespräch möglich. An einer oder anderen Stelle bin ich ja mit meinem Leben bedroht worden und ich hoffe nur, dass Sie nicht auch zu dieser Truppe gehören. Ansonsten sollten Sie sich das genau überlegen. Neben Georgi sind auch Stadträte der AfD anwesend. Jeder, der eine Frage stellen will, kann sich melden und bekommt vom Ministerpräsidenten auch eine Antwort. Die Themen reichen vom Lokalen bis zur großen Bundespolitik. Ich bin eine alleinstehende Frau mit Kind. Und ich weiß zum Beispiel nicht, wovon ich nächstes Jahr diese Erhöhung bezahlen soll. Aber wichtig ist für uns die Anbindung, eine schnelle Anbindung mit der Bahn. Arbeit muss sich lohnen und nicht arbeiten darf nicht belohnt werden. Und dann geht es noch um das ganz große Zwickauer Thema. Wir kämpfen um eine Ballsporthalle. Also ich habe bisher noch keine positiven Zeichen aus Dresden gehört, dass er uns unterstützt für unsere Kinder und Jugendlichen. Naja, es brauchen wir nicht drüber reden. Natürlich wollen wir diese Halle neu planen, machen und arbeiten auch mit der Stadt Zwickau daran, dass man das hinkriegen kann. Ist ja ganz einfach, ne? Oder? Nicht? Mir ist heute aufgefallen, die meisten hier sind über 40 Jahre alt. Da frage ich mich natürlich, interessiert euch so ein Format nicht, wo ihr direkt Fragen an Politiker stellen könnt? Oder würdet ihr euch ein anderes Format wünschen? Schreibt es uns in die Kommentare. Bürgertreffen wie das in Zwickau führt Kretschmer seit 2018 durch. Dabei macht der Ministerpräsident vor allem im ländlichen Raum Halt, da dieser ihm zufolge in der öffentlichen Debatte unterrepräsentiert sei. Während er im ersten Jahr 8 Orte besuchte, waren es in den vergangenen beiden Jahren nur noch 3 pro Jahr, laut Staatskanzlei aufgrund der Pandemie. Die Bürgerdialoge bestärken das Image von Michael Kretschmer als Vertreter des kleinen Mannes. Ich möchte gerne, dass wir Politik machen für dieses Land, für die Menschen und aufnehmen, was diejenigen, die es persönlich betrifft, bewegt. Und dann setzen wir die Dinge gemeinsam um. Solche offenen Fragerunden veranstalten aktuell nur 2 weitere Ministerpräsidenten. Dietmar Woidke in Brandenburg und in Thüringen Bodo Ramelow, der seine Bürgerdialoge unmittelbar nach Kretschmer begann. Wir haben uns gefragt, was bringen diese Gespräche den Bürgern und Kommunen eigentlich? Um das zu erfahren, haben wir uns alle 7 Bürgergespräche der Jahre 2020 und 2021 angeschaut, die im Internet durch die Staatskanzlei gestreamt wurden. Diese 7 Bürgergespräche haben wir systematisch ausgewertet. Insgesamt 82 Personen ergriffen nach unseren Recherchen das Wort. 18 Personen stellte der Ministerpräsident eine Rückmeldung oder Hilfe in Aussicht. Das gucke ich mir an. Einverstanden? Das nehme ich gerne mit und schau mal, was da zu erreichen ist. Das kriegen wir hin. Das können wir sehr, sehr gerne machen. Wir können da gerne auch miteinander im Gespräch bleiben, aber... Jetzt müssen wir einfach mal der Sache nachgehen. Danke. Das ist ja wenigstens ein konkretes Thema und das kämpfen wir jetzt gemeinsam durch, oder? Wir wollten wissen, was ist aus Kretschmers Zusagen geworden? Von den 18 Personen haben wir bis auf eine alle erreicht. 2 von ihnen wohnen in Pockau-Lengefeld. Die kleine Stadt liegt südöstlich von Chemnitz im Erzgebirge. An der Alten Feuerwehr treffe ich Stadtwehrleiter Gerd Uhlmann und Stadtrat Gunther Schröter.
Dieser bat vor über einem Jahr beim Bürgergespräch den Ministerpräsidenten um zusätzliche Fördermittel für den Bau eines neuen Gerätehauses. Das gucke ich mir an. Einverstanden? Genauso habe ich das in Erinnerung. Ich habe mir es ja auch davor schon nochmal angeschaut. Und genauso hat er es gesagt. Und wir haben mehrfach darüber gesprochen. Ich habe drinnen auch angefragt im Rathaus. Kein Rückinfo bis jetzt gekommen. Keine Antwort aus Dresden. Dabei ist ein Neubau dringend notwendig, wie ich erfahre. Schon zweimal stand die Feuerwehr während einer Flut unter Wasser. Auch fehlt dem alten DDR-Bau eine Umkleide für die Feuerwehrleute. Immerhin, ein paar Neuerungen gibt es. Gerade das Fahrzeug ist jetzt 10 Jahre alt. Ja. Sieht zwar nicht so aus, ist aber so. Und man sieht so, das geht da gerade so rein. Wir mussten damals schon das Tor verändern für das Fahrzeug. Da war praktisch das gleiche Tor drin. Und dann haben wir das dafür machen müssen, dass das Fahrzeug reinpasste. 20, 25 cm bestimmt. Sonst hätte das neue Feuerwehrauto hier nicht reingepasst. Genau. Zeitgemäß ist das alles nicht mehr. Deshalb hatten die beiden auf die Hilfe des Ministerpräsidenten gehofft. Das ist halt ein bisschen schade, dass die Politik das alles relativ schnell vergisst. Und er ist ein sympathischer Mensch aus meiner Sicht jetzt. Manche denken vielleicht anders drüber jetzt, aber es ist halt so. Und ja, wir hätten uns halt doch was anderes gewünscht. Während Katharina bei der Feuerwehr ist, treffe ich Stadträtin Elke Schmieder im Ortskern. Sie kämpft seit Jahren um den Erhalt des in die Jahre gekommenen Lengefelder Freibads. Ja. 1929 haben Sie ja selber schon drin gebadet? Ne, also 1929 noch nicht. Aber dann später in meiner Jugend und dann mit meinen Kindern, Freunden. Gibt es also viele Erinnerungen, die Sie verbinden? Natürlich, natürlich. Also es wäre sehr, sehr schade, wenn das irgendwann mal nicht mehr wäre. Seit der Eröffnung 1929 wurden hier maximal Schönheitsarbeiten vorgenommen, erzählt mir Schwimmmeister Matthias Timmel. Bis heute bilden alte Stahlplatten den Beckenboden, der mittlerweile aber undicht sei. Überall sind feine Risse zu sehen, durch die das Wasser in den Boden sickere. Was muss denn hier bei diesem Schwimmbad am dringendsten gemacht werden? Also jetzt wirklich, da kann eigentlich kein Zeitverzug mehr passieren. Am dringendsten, ja, eine Kernsanierung. Eine richtige Kernsanierung, da reden wir über einige. Da reden wir, ich sage jetzt mal, über 1,5 Millionen Euro. Noch kommen im Sommer täglich bis zu 500 Gäste ins Bad, meint Elke Schmieder. Ohne Sanierung müsse das Bad aber bald dicht machen. Deshalb hat sie den Ministerpräsidenten um Hilfe gebeten. Auf das Thema Schwimmbad zurück, ist es da vorgesehen, dass es in der nächsten Zeit direkt jetzt Fördermittel in die Richtung geben wird? Weil wir wissen ja alle, dass unsere Kinder immer weniger schwimmen können. Das nehme ich gerne mit und schau mal, was da zu erreichen ist. Das nimmt er gerne mit? Ja. Und? Ja, man würde sich wünschen, dass eben dann auch was passiert, dass was zurückkommt. Dass Informationen zurückkommen, ob es Fördermittel gibt. Ich weiß, dass es dieses Jahr ein Fördermittelprogramm gab, aber da gab es wohl in der 40%. Und das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist einfach in einer kleinen Kommune nicht stemmbar. Ich habe mir ja einige Bürgergespräche angeschaut von dem Ministerpräsidenten. Und was ich auch immer wieder gehört habe, gerade bei solchen Projekten im kommunalen, im regionalen Bereich, man muss halt manchmal sich von Sachen trennen, wenn man feststellt, man kann sie nicht mehr finanzieren. Das hat er ab und zu bei anderen Projekten gesagt. Ist es in dem Fall einfach so, dass man sich das nicht mehr leisten kann? Ist das Luxus, ist dieses Bad? Es ist sicherlich eine Art Luxus, aber wenn wir hier alles tot machen, dann kann man den ländlichen Raum zuschütten, wie ich immer so schön sage. Und dann gehen wir nur noch in die Großstadt und dann leben wir nur noch von Beton. Auch Elke Schmieder hat im Nachgang nichts mehr von Michael Kretschmer gehört, erzählt sie uns. Und das Wasser versickert weiter im Boden. Dafür hat die Stadt ein anderes Problem in die eigene Hand genommen. Was passiert heute? Da wollen wir mal gucken, was steht so an? Die Torbauer sind zurzeit da, die bauen die Tore ein. Ah, die jetzt hier oben hängen. Genau. Und morgen kommen die Fensterbauer. Und dann müsste der Bau eigentlich ziemlich dicht sein, winterfest. Winterfest. Die Feuerwehr bekommt ihr neues Gerätehaus. Allerdings sei das laut Schröter ein Kraftakt für die kleine Stadt gewesen. 1,4 Millionen Euro, mehr als die Hälfte der Kosten, musste sie selbst stemmen. Ja, wie gesagt. Was machen die Jungs jetzt noch? Die backen zusammen. Ach so, die backen zusammen. Die wollen jetzt langsam nach Hause gehen. Wir haben
Motor reingebaut hier. Ja, guter Fortschritt. Sind schon ein bisschen stolz, oder? Wenn Sie schon, ja, schon. Die Unterstützung der Feuerwehr ist im Gegensatz zum Freibad eine Pflichtaufgabe der Stadt. Deshalb ist Gunter Schröter auch enttäuscht, dass es vom Ministerpräsidenten keine weitere Hilfe gab. Er macht das ja in allen möglichen Ecken, nicht bloß hier bei uns, sondern dass er dort der Meinung hat, dass er sich da als sehr bürgernah abbildet, wenn er sich diesen Fragen stellt, sicherlich, dass das überall ganz gut ankommt. Das ist ja auch kein Fehler, wenn man sowas macht. Wenn aber zu solchen Veranstaltungen nicht rauskommt, braucht man das eigentlich gar nicht machen. Die Leute kommen sich dann verarscht vor. Auch viele andere Personen, mit denen wir sprechen und denen Michael Kretschmer eine Zusage gemacht hat, sind im Nachhinein enttäuscht. Nur zwei haben überhaupt noch einmal vom Ministerpräsidenten oder seinen Mitarbeitern gehört. Keine gute Bilanz. Was ist also von solchen Bürgergesprächen zu halten? Per Videoschalte spreche ich dazu mit Raphael Bauschke. Er forscht an der Hochschule Ludwigsburg zu politischen Kommunikationsstrategien und Kampagnen. Sind solche Bürgergespräche eigentlich ein Must-Have heutzutage, also in Zeiten von sozialen Medien, wo sozusagen die Menschen auch generell mehr miteinander kommunizieren und vielleicht auch mehr Kommunikation erwarten? Der generelle Vorwurf an Politik ist ja, es wird zu wenig kommuniziert. Aber wenn Sie jetzt ein Format haben und da eben auch in Teilen Leute dazu holen, die vielleicht nicht so den direkten Zugang haben, dann ist es für dieses Problem, Politikverdrossenheit, zu starke Distanz zwischen Bürgerinnen und der Politik, eigentlich ein sehr vernünftiges Format. Und man muss natürlich auch sagen, wie das gemacht wird in Sachsen, ist schon recht professionell. Michael Kretschmer nutzt die Bürgergespräche gekonnt als Bühne. Seine Partei profitiert davon scheinbar wenig. Während die sächsische CDU in den vergangenen Monaten an Boden verlor und zuletzt im November 33% erreichte, liegen die Beliebtheitswerte des Ministerpräsidenten bei fast 50%. Warum ist Michael Kretschmer so populär, wenn bei seinen Bürgerdialogen am Ende oftmals nichts Handfestes herauskommt? Die müssten sich ja alle die Mühe machen, nachzuvollziehen, hat er denn jetzt wirklich auf alles geantwortet? Und die einzige Person, die das ja nachvollzieht, ist die, die die Frage gestellt hat. Und nur dann, wenn die Person, glaube ich, danach über soziale Medien nochmal das Thema größer macht, dann wird das wieder zum kommunikativen Problem. Aber solange das nicht der Fall ist, wird bei den meisten Leuten die positive Emotion hängen geblieben sein. Das war ein super Format, ein schöner Abend. Ich fühle mich abgeholt und Herr Kretschmer ist ein guter Mann. Davon sind auf der Demo in Zwickau nicht alle überzeugt. Warum gehen diese Menschen lieber auf die Straße, statt beim Bürgergespräch die Gelegenheit zur direkten Konfrontation zu suchen? Das will ich herausfinden. Warum sind Sie heute nicht im Rathaus? Ich kann doch gerne rauskommen, der Herr Kretschmer, und reden, oder? Aber er hat ja dort zum Gespräch eingeladen. Für geladene Person. Danke, das war's. Glauben Sie, dass Sie mich reingelassen hätten? Na, warum nicht? Also, man muss sich ja per E-Mail anmelden, habe ich gesehen. Das wusste ich nicht, aber ich glaube nicht, dass ich da eine Chance hätte, da reinzukommen. Es ist doch wie zu DDR-Zeiten meistens Auserwählte. Aber Sie hätten es probieren können, oder? Ich hätte es probieren können, richtig. Laut Bürgermeisterin seien über die Hälfte der 220 Plätze frei vergeben worden. Und zwar nach der Reihenfolge der Anmeldung. Die Nachfrage sei so groß gewesen, dass 50 Personen eine Absage bekommen hätten. Das tut der Debatte keinen Abbruch. Ja, die Impfung bringt natürlich schon was, aber... Ja, gut. Ich bin viermal geimpft, ich bin da der falsche Ansprechpartner, ich bin auch jemand, der diese Studien sehr genau liest. Und dann meldet sich schließlich auch der Mann, den ich beim Einlass getroffen habe. Er hat gleich mehrere Fragen an den Ministerpräsidenten. Bildung, sind wir ganz hinten dran in Sachsen. Es fehlen unglaublich viele Stellen an Lehrern, ich sehe, was bei den Kindern ausfällt. Warum fangen wir denn nicht an, dort die Leute auszubilden, dass wir auch genügend Lehrer haben? Sind da dabei, kann auch von den Finanzen her nur noch begrenzt irgendwas tun. Die Referendare sind schon die in Deutschland, die da auch mit am besten vergütet werden. Wir haben die Verbeamtung eingeführt. Seien Sie sicher, wir sind da mit aller Intensität dran. Es geht hier querbeet durch alle Themen. Lehrermangel, Corona, Kommunales und natürlich die Ukraine-Krise. Ich habe als nächstes die Wortmeldung von Professor Drexler. In 2 Stunden wurden 15 Bürger ihre Fragen an ihn los, obwohl noch wesentlich mehr gewollt hätten.
Vor dem Rathaus ist durch die Polizei alles abgeriegelt. Von der Demo der Freien Sachsen ist niemand zu sehen. Wie angekündigt, wollen sie Kretschmer wohl wirklich die kalte Schulter zeigen. Während sich der CDU-Ministerpräsident im Anschluss noch eine Stunde Zeit für Einzelgespräche nimmt, frage ich nach, welchen Eindruck er hinterlassen hat. Ich habe den Herrn Kretschmer jetzt das erste Mal live erlebt, war es nicht ausgewichen, hat die Fragen beantwortet. Ein bisschen zurückhaltend, denke ich, aber ansonsten ganz okay. Und die Antwort auf Ihre Anliegen? Ja, da war ich überrascht. Hat mir gefallen, was er gesagt hat. Er war in seiner Gesprächsführung doch ordentlich. Er geht die Bürger nicht an, er relativiert, das macht er gut. Und ich habe aber nicht erwartet, dass jetzt hier die großen Veränderungen kommen, dass er sagt, das und das machen wir so, weil ich weiß ja auch, wie das funktioniert. Ich sag mal, die Politik wird im Landtag gemacht und die wird in anderen Bereichen gemacht und er muss dann auch dort mitmachen. Wie das der Ministerpräsident selbst sieht, wollen wir von ihm wissen. Für ein ausführliches Gespräch hat er an diesem Abend keine Zeit. Aber er sagt uns ein Interview zu. Zurück zu unserer Auswertung. Bei den Bürgergesprächen 2020 und 2021 war die Bilanz ziemlich mau. Doch wie war es vorher? Wir telefonieren mit den Bürgermeistern und erfahren, vor Corona seien auf 9 Zusagen von Michael Kretschmer auch Taten gefolgt. Dem möchte ich nachgehen und fahre an die Grenze zu Polen. Und zwar in die Gemeinde Neißeraue, die nördlich von Görlitz im Wahlkreis des Ministerpräsidenten liegt. Im Ortsteil Zodel fand vor 4 Jahren in der Grundschule ein Bürgergespräch statt. Dabei ging es auch um die Turnhalle. Ja, Amelie, noch ein bisschen strecken. Seit der Eröffnung der Halle im Jahr 1979 wurde so gut wie nichts mehr an ihr gemacht. Mittlerweile ist die Halle deshalb ziemlich marode. Nach Unterrichtsschluss zeigt mir die Leiterin der Grundschule, Daniela Ritzmann, die Problemstellen. Wir haben zum Beispiel hier so eine Löcher. Noch schöneres ist hier hinten. Hier merkt man das, wenn man hier so drauf tritt, dann gibt das hier auch nach. Im Sommer ist es hier so wie in der Sauna. Aha. Und im Winter ist es sehr, sehr kalt, wie im Iglu. Was ist mit dem Dach? Ja, sagen mit dem Sie Dach. Mir nicht, dass es durchregnet. Doch, es gab tatsächlich auch schon mal 2 bis 3 Sportstunden. Da habe ich vorher den Fußboden gewischt. Zum Schluss geht es noch eine Etage höher zum Sanitärbereich. Der ist ebenfalls in einem kläglichen Zustand. Ein Problem, da die Turnhalle auch von Sportvereinen genutzt wird. Und hier ist wirklich ein Nostalgie. Okay, wow. Auch sehr spezieller Geruch. Ich weiß auch nicht hundertprozentig, ob sich hier irgendwer duscht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also unsere Kinder dürfen hier zum Beispiel nicht rein. Wie ich von Frau Ritzmann gerade erfahren habe, muss ja einiges gemacht werden. Das war auch Thema vor 4 Jahren hier im Gespräch mit dem Ministerpräsidenten. Was daraus wurde, erfahre ich jetzt vom Bürgermeister. Um die Turnhalle zu sanieren, beantragte die Gemeinde Fördermittel beim Bund. Jedoch musste nachgeplant werden. Die bewilligte Fördersumme reicht nun nicht mehr aus und die Zusatzkosten muss die Gemeinde tragen. Nur sind deren Taschen leer. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Es war dann quasi meine erste Amtshandlung, nach Dresden in die Staatskanzlei zu fahren, dort mit dem Ministerium zu sprechen, um die durch diese ganzen Umplanungen entstandenen Zusatzkosten in irgendeiner Form zu decken. Für die Gemeinde sind dort 200.000, 300.000 Euro mehr Kosten einfach nicht stemmbar gewesen. Aber der Ministerpräsident hat uns dort wirklich unterstützt, muss ich sagen. Er hat das Gespräch organisiert und dann auch im Nachgang die Ministerien gefordert, dort nach einer Lösung zu suchen. Wie entscheidend war der Ministerpräsident einerseits, dass es überhaupt erstmal diese Förderzusage vom Bund gab, aber auch, dass es überhaupt mit diesem Projekt weitergeht? Also man kann sich das, sollte sich das nicht so vorstellen, dass der Ministerpräsident jetzt hier mal auf den Tisch haut und sagt, wir machen das jetzt so. Er kann aber zumindest so viel tun, dass er sagen kann, dass er seinen Leuten mitteilen kann, hier muss dringend was passieren, die brauchen unsere Unterstützung. Und ich denke, das hat er gemacht. Und deswegen, er ist auch ja regelmäßig hier in der Region unterwegs, war auch dieses Jahr bei uns gewesen, haben wir Bäume gepflanzt im Wald mit den Schülern hier der Schule. Und ich denke, er weiß auch, wo er herkommt und deswegen unterstützt er eigentlich diese Region meines Erachtens durchaus intensiv. Intensiver als andere Regionen? Das will ich nicht beurteilen. Das große Lob in Zodel ist eher die Ausnahme.
Warum das so ist, kann uns der Ministerpräsident nur selbst beantworten. Nach mehreren Anläufen bekommen wir 30 Minuten mit ihm. Zuerst interessiert mich, was seine Motivation für diese Bürgergespräche ist. Na, es war der Grund, die Landtagswahl, die ja irgendwie auch wirklich ein Fingerzeig war aus Sicht der Bevölkerung für die Sächsische Union und für die Staatsregierung, so geht es nicht weiter. Und ich habe gemerkt, mit Social Media alleine wird das nichts und mit den Zeitungen wird das nichts. Es hilft nur das unmittelbare, direkte Gespräch. Auch mehr Vertrauen gegenüber der kommunalen Familie, die Leistungsträger einer Gesellschaft, bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei der Kultur oder beim Sport wirklich auch ernst nehmen und ihnen durch unser Handeln zeigen, ihr seid wichtig. Die Stadträte aus Pockau-Lengefeld kritisieren, dass sich nach dem Bürgergespräch niemand gemeldet hat. Ich zeige dem Ministerpräsidenten ihre Aussagen. Und genauso hat er es gesagt. Und wir haben mehrfach darüber gesprochen. Ich habe drinnen auch angefragt im Rathaus. Kein Rückinfo. Ich weiß, dass wir haben vereinbart, dass der Bürgermeister sich melden soll. Das ist halt schade. Aber machen wir doch. Dass die Politik das alles relativ schnell vergisst. Nein, das weiß ich gar nicht. Aus meiner Sicht jetzt, manche denken vielleicht Stempel. Das ist ein bisschen der Punkt. Ich weiß, bei dem Feuerwehrhaus habe ich gesagt, der muss, wenn das sein soll, wenn das für euch jetzt die Priorität vor Ort ist, dann kommt, dann muss der Bürgermeister mit dem Gemeinderat kommen, dann müssen wir uns zusammensetzen. Es geht immer etwas, es gibt immer eine Lösung. Vielleicht nicht von heute auf morgen und vielleicht auch nicht vollumfänglich, aber es geht immer, wenn man will. So sagt es Michael Kretschmer auch in den Bürgergesprächen. Was aber die Bürgerstadträte und auch Bürgermeister stört, ist, dass im Nachgang nichts passiert. Es wird systematisch mitgeschrieben. Was sind die Themen? Und dann wird mit dem Bürgermeister, mit dem Landrat oder mit denjenigen, die vor Ort verantwortlich sind, gesprochen. Aber das verstehe ich total. Nur die Leute, bei denen, die diese Frage da gestellt haben, und wenn die damit, wenn, sagen wir mal, die keine Rückkopplung kriegen, kann man sicherlich auch verstehen, hat man so das Gefühl, okay, jetzt hatte ich hier die Möglichkeit, meine Frage zu stellen, aber irgendwie ist es verpufft, weil ich nichts davon mitkriege. Okay, ja. Das kann man besser machen, stimmt. Im Nachgang hat sich der Ministerpräsident noch einmal bei Gunter Schröter gemeldet. Elke Schmieder hat bis Redaktionsschluss am 19. Dezember noch nichts von ihm gehört. Ist ja ganz einfach, ne? Oder? Nicht? Am Ende sind die Bürgergespräche vor allem eines. Ein Kummerkasten vom Kümmerer Michael Kretschmer. Wenn euch der Film gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was Demos in so einer Krise überhaupt bringen, schaut euch den Film von Ines Klein und Christian Rüdebusch an. Und wenn euch das Thema Freie Sachsen interessiert, guckt euch den Film von Nina Böckmann und Thomas Datt an.